Ja, dann einen schönen guten Morgen an alle Teilnehmer zum heutigen Webinar mit dem Thema Elasticsearch, Grundlagen der zentralen Logdatenverwaltung. Worum geht's heute? Ich möchte einerseits mal ganz kurz NetBase vorstellen, wer wir sind, was wir machen für die, die uns noch nicht kennen. Dann möchte ich ganz kurz einen Überblick über den Elasticsearch geben und auch ein paar Anwendungsszenarien mal auflisten, also was man damit letztlich erreichen kann. Und dann übergebe ich an meinen Kollegen, den Thomas, der gleich auch zwei, drei Worte zu sagen wird, einfach, der dann die Live-Demo macht und hier uns das Ganze dann live dann vorführt und auch auf Fragen dann eingeht. Ja, auch von mir guten Morgen. Kollege hat mich schon erwähnt. Vitam Thomas ist mein Name. Ich kümmere mich bei der NetWays hauptsächlich um den Elastic-Stack, um Consulting, um Schulungsunterlagen, halt Schulungen. Ein paar haben mich da vielleicht schon mal gesehen. Und demzufolge mache ich eben auch jetzt das Webinar mit. Möchte aber dazu sagen, ich bin nicht der Einzige, der das macht. Ich mache nur hauptsächlich die Schulungen und vermittle das Wissen auch intern an die Kollegen weiter. Also nicht wundern, sollte mein Kollege zu Ihnen kommen, wenn Sie Consulting buchen. Sehr gut, vielen Dank. Ja, wer sind wir? Was machen wir? Wir sind ein Open-Source-Dienstleister mit Sitz in Nürnberg, haben aktuell circa 50 Mitarbeiter und kümmern, ja, sind spezialisiert auf die Bereiche Open Source. Das heißt, wir haben hier verschiedene Tools im Einsatz, neben Isinga und Puppet natürlich auch den Elasticsearch, um hier einfach einen ja, ganzheitliches Infrastrukturmanagement zu schaffen. Das heißt, Isinga fürs Monitoring, Puppet Formen für das Thema Configuration Management und dann eben den Elasticsearch, um hier dann eine zentrale Logdatenverwaltung dann auch sicherzustellen, damit man einfach einen kompletten Überblick über seine Infrastruktur dann hat. Wir bieten in dem Zusammenhang auch verschiedene Schulungen an. Das heißt, der Thomas hat es ja schon gesagt, wir haben hier verschiedene Trainer. Das heißt, das sind auch Trainer, alle, die aus den Projekten kommen. Das heißt, die auch wirklich die Praxiserfahrung dann haben, was ja auch immer oft wichtig ist. Und möchte mich damit gar nicht länger aufhalten, sondern möchte jetzt mal auf den Elasticsearch eingehen. Prinzipiell, was ist der Elasticsearch? Es ist eine Ansammlung von ein paar kleinen Tools, die es mir erlauben oder besser gesagt, die mir eine Anforderung erfüllen, die heutzutage immer häufiger von Kunden gestellt wird, beziehungsweise auch gegebenenfalls von Gesetzgebungen, dass ich zentral Events und Logdaten irgendwo speichern möchte, beziehungsweise verwalten möchte. Das Problem ist, wenn ich eine Serverfarm habe mit tausenden von Maschinen, dann kann ich mich nicht per Remote auf jedes einzelne System anmelden und kann mal gucken, was habe ich denn in den Logdaten drin stehen. Das heißt, ideal wäre es, wenn ich alles, was ich auf meinen Systemen habe, sowohl Application Logs als auch Windows Event Log, Syslog, was auch immer, das möchte ich natürlich gerne in einer zentralen Stelle haben, wo ich mir das auch anschauen kann einfach. Und das Problem, was man oft auch hat, ist, da sieht man hier, ich habe hier einen Apache-Log für einen Normalsterblichen, sage ich mal, der da nicht wirklich drin ist, der versteht hier null, was hier gemeint ist. Vor allem, es ist komplett irgendwie durch, es ist durch, also es ist natürlich schon strukturiert so irgendwie, aber man muss sich doch ein bisschen anstrengen, um das dann sauber zu lesen. Und vor allem, wenn es dann teilweise noch längere Sachen sind mit Zeilenumbrüchen, wie auch immer, ist natürlich dann ein bisschen schwieriger. So, jetzt gibt es natürlich das tolle Stichwort Regex. Das heißt, man kann sich hinsetzen und kann sich dann irgendwelche wilden Pattern ausdenken, damit hier das Ganze ein bisschen sauberer gestaltet wird, damit man da, sag ich mal, das Ganze sauber getrennt und so weiter und so fort. Regex kann aber nicht jeder, das ist das eine. Das andere ist es extrem zeitintensiv, das andere das dann zu zerlegen sauber. Und das Problem ist einfach, ist auch schlecht für die Teamarbeit, weil der eine kann es dann muss man wieder hier den Kollegen fragen, kannst du mir hier mal die Regex Magic irgendwie bauen, dass halt hinten dran das rausfällt, was ich haben möchte. Was jetzt der Logstash dann macht oder was man mit dem Logstash machen kann, ist folgendes. Ich habe so ein Voodoo Apache Log, was halt irgendwas mir an Daten liefert. Und jetzt möchte ich das Ganze durch den Logstash filtern lassen und dann sieht das Ganze, wie hier gezeigt in diesem Nachher-Fenster, sieht es dann relativ einfach aus. Das heißt, ich sehe HTTP-Client-IP, habe ich die hier, die Identity-Authentifizierung mit Gast, ich sehe den Zeitstempel, ich sehe den Request, wohin ist, ich sehe den Response-Code, ich sehe, wie viele Bytes übertragen werden. Das sind jetzt Daten, die kann man sauber lesen, man weiß, wofür stehen die Daten, was kann man damit tun. Und diese ganze Filterung ist mit einem predefined Pattern möglich, die es im Logstash schon gibt, nämlich dem Combined Apache Log.
So, und damit kann ich das schon mal sauber filtern und jeder normale Mensch kann das dann hier auch lesen und sieht, okay, Client IP, alles klar, von der IP kam dann praktisch der Request. Der Vorteil ist, wenn ich diese Filter, diese einzelnen Felder dann habe, so heißt das, kann ich auch dann in einem Webfront, in dem Kibana später danach filtern. Da kommen wir aber dann noch dazu. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Im Prinzip, ich habe meine Server, ich habe meine Switche, meine Web-Applikationen. Das heißt, alles, was mir Logdaten schreibt, das können beispielsweise auch SNMP-Traps sein, wie gesagt, auch das Windows-Event-Log und. Das wird eingesammelt, entweder von Agents oder ich habe der mir die Daten dann weiterschickt oder ich habe irgendwas dann sowieso schon drauf, was mir die Daten per Syslog weiterschickt auf meinem Server oder auf meinem Router, Switch, wie auch immer. Und diese Daten werden an einen Logstash weitergeschickt. Der Logstash sitzt hier beispielsweise und der nimmt erstmal die ganzen Sachen entgegen und Best Practice wäre dann das Ganze erstmal in Redis zu schreiben. Redis ist sowas ähnliches wie Memcache. Das heißt, da wird erstmal alles reingeschrieben, wird erstmal alles gespeichert, um es dann von einer beispielsweise zweiten Logstash-Instanz oder natürlich dann auch mehreren wieder auslesen zu lassen. Das heißt, dieser Pfeil hier zeigt jetzt nur mal die Fließrichtung der Daten an. Im Prinzip ist dieser Pfeil hier aber falsch, der müsste in die andere Richtung zeigen, Richtung Redis, weil diese Logstash-Instanz wäre dann die hier auf den Redis dann zugeht, sich die Daten rausnimmt und hier dann tatsächlich filtert. Das heißt, der hier vorne nimmt erstmal nur alles plain an, schiebt es weiter, damit hier so wenig Last wie möglich auf diesem Knoten drauf ist. Das kann man auch dann skalieren, beliebig in die Breite. Und der hier ist dann der sich die Daten nimmt aus dem Redis, setzt dann entsprechend Filter, wie wir es gerade gesehen haben, beispielsweise mit einem Combined Apache Log oder natürlich eigenen Pattern, die ich definieren kann. Und dann werden die für die Langzeitarchivierung bzw. für die Darstellung im Webfrontend in Elasticsearch gespeichert. Redis hatte ich ja gerade schon erwähnt. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein Key-Value-Store. Das heißt, ich kann ihn einfach installieren. Er hat eine eingebaute Replikation. Ich kann es auch auf mehrere Instanzen dann einfach verteilen. Und er ist sehr, sehr schnell. Also im Prinzip ist er einfach nur dafür gedacht, dass er die Daten schnell in die schnell einfach schreibt in den Speicher und dann einfach wegschmeißt. Also sobald er der andere Logstash dann geholt hat, werden die Daten weggeschmissen, dann sind die weg. Elasticsearch ist ein Tool, ich sage jetzt mal keine klassische Datenbank, sondern ist wirklich ein System, was dafür gebaut wurde, wirklich Daten im Terabyte-Bereich zu speichern und natürlich aber auch entsprechend schnell filtern zu lassen. Das heißt, dass ich hier eine schnelle Indizierung dann einfach habe, um hier auch dann sauber auch Tausende oder Millionen von Logs-Files innerhalb von ein paar Sekunden mehr ausgeben zu lassen. Ich kann das Ganze hoch verfügbar bauen, das Ganze ist auch clusterfähig und ich kann hier wirklich sehr, sehr schnell auf Daten zugreifen, was mir dann aber letztlich dann das Kibana Frontend dann macht. Logstash an sich kann in jede Umgebung integriert werden oder nahezu jede Umgebung. Das heißt, alles, was ich vorhin schon gesagt habe, was Syslog spricht, kann ich integrieren. Ich kann SNMP-Traps kann ich inkludieren, TCP-Traffic, UDP-Traffic und. Da gibt es eine ganze Vielzahl von Input- und Output-Filtern, also wo ich Sachen entgegennehmen kann, wo ich Sachen auch wieder ausgeben kann. Ich kann das Ganze auch in mein Async-Monitoring integrieren. Das heißt, wenn ich einen Fehlercode 500 kriege von einem Apache-Webserver, dann könnte ich das so bauen, sobald ein 500-Fehler kommt, wird mir ein entsprechender Service im Isinga dann auf Critical gesetzt. Also sowas kann man damit dann auch machen. Da gibt es auf der Seite eine Vielzahl von Filtern in dem Zusammenhang. Skalierbar ist es auch. Das heißt, ich kann natürlich mir mehrere Logstash-Instanzen in die Breite stellen. Das Ganze auch mit Redis, mit Elasticsearch und. Das heißt, ich kann sowohl in die Tiefe als auch in die Breite sehr gut skalieren, um das Ganze auch, sag ich mal, generell hochverfügbar zu machen. Das heißt, wenn mir ein Logstash Shipper, wie es dann heißt, also der Erste in dieser Kette dann, wenn mir der wegbricht, dass es halt trotzdem noch funktioniert, das Ganze. Kibana an sich, das zeigt uns dann gleich der Thomas, ist ein Web-Frontend, was Elasticsearch braucht. Das heißt, da gehen die ganzen Anfragen dann hin, um das Ganze dann darzustellen. Es basiert auf JavaScript und wird von allen Browsern unterstützt und ist einfach für die visuelle Darstellung dann gut. Und bevor ich jetzt hier mich noch lange mit der Präsentation aufhalte, übergebe ich einfach an den Thomas. Ich habe noch eine Folie. Anwendungsszenarien, was ich schon gesagt habe, Entschuldigung. Prinzipiell Systemlogs, was ich schon gesagt habe, Windows Event Logs, Syslog, Webserver Logs, Applikationslogs.
Ich kann E-Mails kann ich reinschicken und. Also ich bin hier wirklich sehr flexibel. Wie gesagt, auf der Elastic-Seite, da gibt es eine riesige Anzahl an Input-Filtern, also was mir Logstash prinzipiell schon entgegennehmen kann an Daten und wohin ich es auch dann wieder ausgeben könnte. Ja, das war's dann. Das war jetzt die letzte Folie. Jetzt kommen wir zur Live-Demo. Ganz kurz, wenn Fragen sein sollten, die natürlich gerne einfach direkt stellen. Das heißt, ich werde das Ganze ein bisschen moderieren und werde dem Thomas dann einfach dann weitergeben, werde die vorlesen, dann ihm einfach weitergeben, dass wir da dann ja auch darauf antworten. Das heißt, Thomas, wenn du starten möchtest. Ja, dann danke mir für die Einführung. Ich möchte gerne noch vorweg schicken, es gibt da ein kleines Durcheinander immer wieder mit den Bezeichnungen, mit den Bildern. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass sich wohl die Leute bei Elastic selbst nicht ganz einigen können, welche Logos die jetzt verwenden wollen, welche Namen sie verwenden wollen. Früher hieß der ganze Stack Elk Stack. Da gab es viele lustige Scherze im Zusammenhang mit Elchen. Die lassen wir uns auch nicht nehmen durch die Umbenennung. Nur ist jetzt der Elk-Stack besteht jetzt nicht mehr nur aus Elasticsearch, Logstash und Kibana, daher die Abkürzung, sondern inzwischen kamen die Beats dazu, von denen hat vielleicht schon mal jemand gehört. Die stellen wir nachher kurz vor und da gab es eben dann die Überlegung, nennt man es jetzt Elk-B oder nennt man es Belk oder wie auch immer, deswegen fiel die Entscheidung dann einfach auf Elastic-Stack. Nur dass hier dann nicht mehr Verwirrung entsteht, was eigentlich sein muss. Christian hat schon ungefähr die einzelnen Teile vorgestellt. Eine kleine Anmerkung hätte ich noch. Ich weiß, viele Admins sind aber Fans von Regex und keine Angst, also auch wenn man einen Elastic Stack einsetzt, man kann sehr wohl auch mit Regex arbeiten, wenn man sich schon umfangreiche Log-Analyse-Skripte gebaut hat mit grep und org und sed und so weiter. Kann man vieles von dem wieder verwenden und auch in den Elastic Stack umsetzen. Vorteil ist nach wie vor natürlich, dass die Logs dann gleich zentralisiert abgelegt werden und dass man die dann auch gemeinsam durchsuchbar machen kann. Gut, dann vielleicht starten wir hier gleich mal, wie das in Kibana aussehen kann. Aktuelle Version ist Kibana 4. Das sehen wir hier. Ich habe hier die Discover-Seite offen, ohne automatische Aktualisierung. Das heißt, nicht wundern, wieso hier nicht scrollt. Wir greifen auch nur Logs von einer Testinstanz ab. Hier habe ich dann die einzelnen Logs untereinander. Das sieht zwar hier immer noch nicht sonderlich zerlegt aus, liegt aber daran, dass das umfangreiche JSON-Logs sind, die aus Kibana rauskommen. Ich klicke hier mal drauf und sehe, die Maschine ist etwas langsam. Okay. So, hier, Moment, hier, genau. Hier haben wir jetzt diese Log-Message von oben hier zerlegt in verschiedenste Felder. Ich habe da eben schon ein bisschen was vorbereitet mit ein paar Filtern. Hier sieht man diverse Felder, in die Kibana-Log-Nachrichten zerlegt werden. Ein bisschen schöner sieht man es wahrscheinlich, wenn man bei anderen Nachrichten ansieht. Hier links haben wir die Felder noch mehr aufgelistet. Ich kann hier ganz einfach Filter bauen. Sage, ich will nach dem Programmfeld filtern. Schauen wir mal an, welche Programme haben wir denn zur Auswahl in den letzten 500 Log-Nachrichten. Und ich sage, ich möchte mal gar keine Kibana-Meldungen mehr sehen. Und habe eben jetzt nur mehr Meldungen, die nicht von Kibana kommen. Da habe ich mir nicht allzu lang aufgehalten, damit noch zusätzliche Filter zu bauen. Aber hier sieht man schon mal ganz schön eine Nachricht, die aus dem rsyslog rauskommt, wird hier zerlegt. Ich habe hier das Programm, den Programmteil, ich habe die syslog Severity, ich habe die syslog Facility, ich habe den Zeitstempel, wann es passiert ist. Ich sehe, wer es geschickt hat, in dem Fall natürlich Localhost. Wie gesagt, wir haben nur eine Testinstanz hier vorbereitet, aber hier könnte ich normalerweise sehen, welche Maschine denn mir die Nachrichten geschickt hat. Und ich habe halt
schöne Möglichkeiten, dass ich nicht nur diese Felder auch weiter zerlege und weiter auswerte, sondern ich kann sie mir hier in Kibana grafisch aufbereiten lassen. Das zeige ich nachher noch kurz. Aber auch, wie Christian angedeutet hat, ich kann das verbinden mit Isinga Monitoring zum Beispiel und sagen, wenn von einem bestimmten Programm mehr als so und so viele Nachrichten innerhalb einer Zeiteinheit kommen, die die Syslog Severity Critical haben, dann möchte ich einen Alarm haben. Was man nie außer Acht lassen sollte, Logstash und der ganze Elastic Stack ist ursprünglich natürlich dafür gedacht gewesen, Log-Nachrichten aufzubereiten, wie wir das hier machen, aber inzwischen ist das ganze Ökosystem so weit gewachsen, man hat für Logstash derartig viele Inputs und Outputs, wo man Logstash anhängen kann, dass man noch deutlich mehr machen kann. Also man kann hier auch diverse andere Auswertungen fahren, man kann Daten rausholen aus Twitter-Suchen zum Beispiel, man kann da direkt reinschreiben über SCDIN, man kann eine Pipe aufmachen, man kann SQL-Queries abschießen. Genauso umgekehrt, ich kann Logstash nicht nur verwenden, um jetzt in Elasticsearch reinzuschreiben und mir die Daten hier in Kibana visualisieren zu lassen oder über Isinga mich alarmieren zu lassen. Ich kann mir auch direkt über Jabber Nachrichten ausgeben lassen. Ich kann Logstash in IRC reinschreiben lassen. Ich kann mir Mails verschicken lassen oder ich kann Logstash einfach nur als Alternative zu Org und Sed verwenden und Nachrichten und einfach Datei aufbereiten lassen und das Ganze wieder in der Datei ausgeben lassen. Also hier kann man ruhig ein bisschen kreativ sein, sich mal die ganzen Möglichkeiten anschauen, was Logstash da bietet, und da geht noch deutlich mehr, als dass man unter Anführungszeichen jetzt nur Log-Nachrichten zerlegt. Wir haben eine Frage, und zwar: Wie weit skaliert der Elk? Ist es möglich, mehrere größer 5 Terabyte Logs pro Tag zu verarbeiten? Ich sage jetzt mal pauschal ja. Ist natürlich dann ein bisschen aufwendigeres Projekt, muss man sich schon anschauen. Allerdings das ganz Charmante am Elastic Stack ist, dass der mehr oder weniger in die Unendlichkeit skaliert. Also ich kann alle Teile, die der Christian vorher erwähnt hat, Logstash oder an Puffer, ich bin jetzt nicht beschränkt auf Redis, ich kann Redis verwenden, aber ich kann stattdessen auch Kafka oder RabbitMQ, ZeroMQ, andere Dinge als Puffer nehmen. Kann da viele, viele Instanzen nebeneinander stellen, die parallel arbeiten, ohne dass ich mich da jetzt kümmern müsste um irgendwie Cluster Suites, Corosync, Pacemaker, sonst irgendwas. Sondern die sind wirklich unabhängig voneinander. Das Einzige, was tatsächlich geclustert wird, ist Elasticsearch. Der bringt allerdings auch schon alles mit. Also man kann den Dienst installieren, verbindet die Knoten miteinander und die erledigen mehr oder weniger den Rest. Ab einer gewissen Größe muss man sich die Konfiguration etwas näher anschauen, aber man kann tatsächlich gleich mal, ich würde es mal über den Daumen sagen, 8 bis 10 Knoten einfach so verbinden, ohne sich viel um die Konfiguration kümmern zu müssen. Und da schafft man schon mal etliche Terabyte mit so einem Cluster insgesamt abzuarbeiten. Jetzt über 5 Terabyte pro Tag, das wird sicherlich dann nochmal größer. In dem Fall haben wir als Consultant relativ einfach, weil wir da sagen können, ja geht, schmeiß mehr Hardware drauf. Ist tatsächlich so, in den Mailinglisten zu Elasticsearch kommt immer wieder mal die Frage, was ist denn die theoretische Obergröße? Da kommt dann die Rückfrage, na, was schafft denn dein Netzwerk an Knoten? Also die theoretische Obergröße für einen Cluster ist irgendwo bei 65.000 Knoten, und es gibt tatsächlich Anwender, die teilweise mehrere Racks voller Elasticsearch-Maschinen haben in einem Cluster. Also theoretisch würde ich mal sagen, über 5 Terabyte pro Tag ist möglich. Man müsste sich halt im Detail anschauen, wie man das dann plant. Ist jetzt nichts, was man übers Knie brechen kann in dem Fall. So, zu Logstash, auch der ist relativ einfach zu konfigurieren. Das Projekt hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass wenn jemand eine harte Zeit hat, irgendwas zu konfigurieren oder das zu bedienen, dann sehen die das als Bug an. Also die wollen wirklich sehr einsteigerfreundlich sein, und das bekommen wir auch regelmäßig als Feedback, dass wenn man mit einem Elastic Stack anfängt, die Einstiegshürde wirklich minimal ist und man kann dann schön langsam weiter skalieren. Auch sehr schön, man verbaut sich nichts. Also man kann ganz einfach Maschinen migrieren, wenn man draufkommt, die eine Maschine ist zu klein oder man braucht ja einen Ersatz oder man braucht mehr Maschinen. Das geht eigentlich im ganzen Stack sehr, sehr angenehm, und man kann eben auch im Nachhinein was ändern. Ich würde mir ganz gern die Logstash-Config zeigen, die ich vorbereitet habe.
muss mich da entschuldigen, ich wurde dazu genötigt, hier ein Windows zu verwenden, auch wenn es auf Mac-Hardware läuft, aber das, ja, ich hoffe, wir werden es trotzdem ohne weitere Probleme weiterführen können, das Webinar. So, unter etc/logstash habe ich ein Conf-D-Verzeichnis und hier habe ich eben dann diverse Config-Files. Ich könnte das alles in ein File schreiben. Übersichtlicher wird es normalerweise, wenn ich mehrere baue. Ich habe hier einen TCP-Input gebaut. Ist tatsächlich so einfach. Ich habe Logstash damit angeschafft, einen TCP-Port auf 5114 zu öffnen. Die Angabe vom Host wäre gar nicht notwendig. Das hat jetzt mit unserem Test-Setup hier zu tun, weil wir noch Probleme mit IPv6 hatten. Deswegen habe ich hier das auf die V4-Adresse gebunden. Um den Syslog-Header zu zerlegen, damit ich hier, was wir hier aus Kibana gesehen haben, damit ich hier den Timestamp, Program, die Priority etc. rausbekomme, gibt es auch einen Filter. Sieht so aus. Auf den ersten Blick vielleicht etwas kompliziert, aber wenn man mal ein bisschen damit gearbeitet hat, kommen wir schnell rein. Das wirklich Wichtige ist eigentlich nur die Zeile hier. Das sind mitgelieferte Patterns. Dahinter verbergen sich Regular Expressions. Die kann man in einer Liste nachschlagen, was denn was hier bedeutet. Und mit denen kommen wir schon sehr weit, dass man wirklich Nachrichten zerlegen kann. Ich nehme hier nur den Syslog-Header weg und den Rest schreibe ich ins Feld Message. Hier geht es dann weiter, wenn ich nehmen wir mal an, eine Apache-Meldung. Genau, hier, ich habe das über einen Beat gemacht, deswegen konnte ich das Programmfeld nicht verwenden, aber ich habe hier das Feld Source, vergleiche ich auf den Wert hier. Wenn es aus dem Pfad kommt, dann führe diese ganzen folgenden Filter aus. Hier auch wieder ein GOG-Filter, mit dem ich Regular Expression Matching machen kann. Das ist das berühmte Combined Apache Log, von dem Christian vorhin erzählt hat. Jede Nachricht, die hier durchgeht, bekommt nachher noch den Mutate-Filter verpasst, der das Feld Bytes in Integer castet. Und dann gibt es einen hochspezialisierten Filter, der den User Agent String von aus den Apache-Meldungen zerlegt. Sieht dann so aus. Ich kann mir hier wieder in Kibana filtern. Ich sage, ich möchte die Logmeldungen vom Apache sehen. Ich habe hier den User Agent String als Ganzes. Und hier verteilt. Ich könnte mir das auch nochmal in sogenannte Nested Fields, also wird es ein bisschen übersichtlicher zerlegen lassen, aber hier habe ich, okay, OS Name nochmal, ein Patch Level davon, den Browsernamen, habe das alles hier schön aufgeschlüsselt. Das Ganze kann ich dann auch für Visualisierung verwenden. Ich habe hier schon ein Dashboard gebaut. Apache Overview für die letzten 24 Stunden. Das ist wirklich nur ein ganz einfaches Beispiel, ganz schnell zusammengeklickt. Hier sehe ich, wie viele Hits gab es denn zu welcher Zeit tatsächlich. Das sieht man schön, wann ich gestern das Webinar vorbereitet habe. Die Größe der Kugeln gibt dabei an, wie viele Bytes übertragen wurden zu der Zeit. Das ist nur das Beispiel, was hier mit Kibana möglich ist. Hier nochmal getrennt, wie viele Bytes übertragen wurden. Eine Tabelle. Man sieht, ich habe hier ein Drupal als Teststellung aufgesetzt, damit ich ein bisschen mehr Logs generiere. Hier einfach nur den Referrer und den Request. Ich könnte auch andere Teile der Nachricht natürlich hier visualisieren und hier sehr schön ein Tortendiagramm, das mir erstmal innen zeigt, welches Betriebssystem denn überhaupt zugegriffen hat. Das kommt aus dem User Agent Teil. Man sieht, was ich verwendet habe, um hier die Teststellung zu bauen. Und jeder dieser Teile wird hier nochmal unterteilt. Sieht man hier sehr schön. Wir haben hier Linux und circa 60% der User, wo sich das OS nur als Linux identifiziert, verwendet Vivaldi als Browser und die restlichen 40% nehmen Chrome.
könnte das noch weiter treiben. Da gibt es ziemlich viel so Visualisierungen, inklusive zum Beispiel auch einer Landkarte. Wenn ich GeoIP-Daten verarbeiten lasse, kann ich mir relativ viel hier anzeigen. Und habe hier eben auch wirklich mit diesen Dashboards was an der Hand, dass ich Leuten geben kann, die jetzt vielleicht nicht so firm im Lesen von Logfiles sind. Wenn ich einen Admin habe, der sich ums Logmanagement kümmert, kann er das aufbereiten. Man kann sowas wunderbar an die Wand werfen lassen, auf einen großen Fernseher. Wir haben auch Kunden, die das tatsächlich im Eingangsbereich darstellen, damit auch Gäste oder deren eigenen Kunden sehen, was tut sich denn ungefähr in deren IT oder wie viele Anträge für irgendwas verarbeiten die gerade im Moment etc. Kann man wunderbar so darstellen lassen und eben auch mit Auto-Refresh einschalten natürlich. Also ich kann hier wirklich aktuelle Daten anzeigen lassen. Ich habe hier nur, weil die Maschine etwas schwachbrüstig ist, habe ich jetzt den Auto-Refresh mal ausgeschaltet, damit den ständig abfangenden Elasticsearch laufen. Kann ich natürlich dann entsprechend skalieren, wenn ich das brauche. Sehr schönes Feature ist auch, dass ich da hier wirklich interaktiv filtern kann. Wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel nur sehen, was haben denn unsere Windows-User hier an Log-Meldungen verursacht, klicke ich einfach hier rein und das ganze Dashboard passt sich an. Ich habe hier einen zusätzlichen Filter. Ich sehe, wie viele Hits hat es da gegeben, zu welcher Zeit, wie viele Bytes haben die jeweils abgerufen, was haben die denn hier gemacht. So. Damit man sieht, dass das ganz einfach wirklich zu konfigurieren ist. Ich habe zudem passend zu dem TCP-Input von oben haben wir hier noch eine AirSysLog-Konfiguration. Das ist alles, was man braucht, um Daten über AirSysLog zu schicken. Und ich habe schon die neuen Beats kurz angekündigt. Das sind kleine Tools, die eine gemeinsame Library verwenden, die von Elastic zur Verfügung gestellt wird. Die Library kümmert sich hauptsächlich darum, wie denn die Daten von den Beats in den Elastic Stack kommen. Dafür gibt es auch einen eigenen Input hier. Auch wieder ganz einfach zu konfigurieren. Ich gebe einen Port an, möchte das Type-Feld befüllen. Und habe hier was vorbereitet. Der File-Beat braucht tatsächlich nur das hier als Konfiguration. Ich gebe hier an, ich möchte alle HTTPD-Logs auslesen. Und ab hier haben wir schon den Teil, der für alle Beats einheitlich ist. Ich will so einen Logstash senden und zwar an den Port 5044. Den sieht man hier nochmal. Und das ist schon Logging von File-Beat selbst. Als offizielle Beats gibt es neben dem File-Beat, der eben Files, also Logfiles lesen kann, die nicht über Syslog geschickt werden, sondern direkt ins System geschrieben werden. Der läuft übrigens auch auf Windows und auf Mac. Neben dem gibt es noch den Packet-Beat. Der bietet ähnliche Funktionalität, wie man sie von Wireshark kennt. Der untersucht tatsächlich Datenströme und kann darüber Informationen weiterschicken. Es gibt den Top-Beat, den kann man im ersten Vergleich mit Collect-D. Der sammelt Systemstatistiken ein und schickt die an den zentralen Elasticsearch Cluster. Und den WinLog-Beat gibt es noch, der kann Windows EventLog abgreifen und eben auch an das zentrale System schicken. Da es hier eine offen verfügbare Library gibt, gibt es auch inzwischen ziemlich viele sogenannte Community-Beats, die werden auch von Elastic gefördert. Da baut die Community zusätzliche Tools, die dann wirklich spezialisiert Daten abgreifen. Also da gibt es eines, das Eckdaten von Elasticsearch holen kann, von Redis holen kann, aber auch für verschiedene andere Datenbanksysteme von MySQL raus. Es gibt einen, der Apache-Statistiken holt, etc. Wie sowas dann aussehen kann, sehen wir auch hier in Kibana. Da werden schon Beispiel-Dashboards mitgeliefert. Zum Beispiel das Packet-Beat-Dashboard. Die kann man natürlich auch beliebig erweitern, aber als erste Anlaufstelle gibt es hier schon mal was. Muss ich bedenken, wir holen hier einiges an Logs wieder raus und es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Test-VM. Das entspricht ungefähr dem, was man normalerweise so auf VirtualBox auf dem eigenen Rechner betreibt.
Man kann es sehr schön hintunen, dass es schneller wird. Packet Beat ist jetzt hier nicht sonderlich aussagekräftig, weil er tatsächlich nur der Apache Daten nach außen überträgt, aber man sieht hier schon, man könnte hier auch die MySQL-Verbindungsdaten entsprechend abgreifen. Hier bitte auf jeden Fall die Vorsicht, das passiert teilweise vor einer Verschlüsselung über SSL. Also hier ganz, ganz vorsichtig sein, dass man nicht tatsächlich Daten ausliest, die eigentlich lieber verschlüsselt abgelegt werden sollten. Etwas mehr sieht man bei TopBeat, was hier passiert. Können wir vorstellen, da haben wir gleich mal einige große Ausschläge. Falls das langsam hier nicht von dem Windows-System kommt, das wir zur Aufzeichnung verwenden. Das wäre natürlich mir persönlich lieber, als wenn es der Elasticsearch-Host im Hintergrund wäre. Ja. Hier sieht man die Load von einem System erstmal. Hier würden natürlich dann von allen Maschinen, auf denen man TopBeat installiert hat, die Daten der Load einfließen. Genauso hier hat man Statistiken über den Zeitraum, den man erstellt hat. Also ich würde tatsächlich sagen, das ist eher die Aufzeichnungsmaschine, die hier langsam ist, als die Elasticsearch-Testmaschine. Ich sehe hier, wie geht es meinen Prozessen, etc. Was ich besonders interessant finde, ich sehe hier, welcher Prozess braucht denn tatsächlich wie viel CPU, welcher braucht wie viel RAM. Was vielleicht noch ganz interessant ist, für alle, die den Elastic Stack schon mal eingesetzt haben. Es hat sich mit der Zeit ja einiges getan. Wir haben ja den Stack in der 2er-Version, also Elasticsearch und Logstash in der 2er-Version aktuell. Eines der, sage ich mal, den spektakulärsten Features ist da rausgeflogen, dass das Elasticsearch sich mehr oder weniger automatisch clustert über Multicast, wenn sich mehrere Hosts im selben Subnetz befinden. Wahrscheinlich auch deshalb, wir hatten tatsächlich einige Kunden, die uns angerufen haben, die sagen, sie haben einen Knoten zu viel und sie wissen nicht wieso. Und der eine Knoten hat irgendwie sehr wenig Ressourcen. Das war dann tatsächlich so, dass irgendein Entwickler im selben Subnetz wie die produktiven Systeme einfach mal auf seinem Notebook Elasticsearch gestartet hat und sich gefreut hat, dass er ganz wahnsinnige Performance da schafft. Das war deswegen, weil das Notebook tatsächlich im Cluster war und der die ganzen Ressourcen mitnutzen konnte. Weil es tatsächlich manchmal passiert ist, dass Knoten sich geclustert haben, ohne dass man das haben wollte, hat wahrscheinlich Elastic das auch rausgenommen, dass es jetzt automatisch passiert. Jetzt muss man ein bisschen nachhelfen. Ist aber auch nur eine Einstellung in der Konfiguration, indem man einen Knoten an den anderen hinweist und sobald sich die über IP finden, können die sich wieder automatisch clustern. Es gibt aber kleinere Neuerungen mit der Logstash-Version 2.3, die seit ein paar Tagen heraus ist. Die kann automatisches Reloaden der Konfiguration. Wer schon mal damit gearbeitet hat, weiß, Logstash ist eine Java-Anwendung bzw. eine JRuby-Anwendung. Und jedes Mal, wenn man Konfiguration verändert hat, musste man die JVM stoppen und wieder starten. Das hat relativ lange gedauert, auch auf dick ausgestatteten Systemen. Und das wird jetzt mit zukünftigen Systemen in der Vergangenheit angehören, weil er wirklich reloaden kann und auch das Filesystem überwachen, wenn sich was ändert an der Konfiguration, reloadet er automatisch. Mit dem Elastic Stack 5, der hoffentlich Anfang Sommer kommen wird, oder zumindest im Sommer ist er angekündigt, Alpha-Version gibt schon, werden die Versionen vereinheitlicht. Dann gibt es eben nicht mehr Logstash 2.3 zu Elasticsearch 2.2 mit Kibana 4.5 etc. Da gibt es so eine riesige Kompatibilitätsmatrix auf der Website, sondern Logstash und Elasticsearch überspringen einfach ein paar Versionen. Es wird keine Logstash 3 und 4 geben, sondern alle haben als nächstes die Version 5. Da wird sich dann einiges tun. Es hat sich schon einiges mal angekündigt. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit für die Synchronisation der Konfiguration von Logstash-Config-Files. Das ist aktuell noch eines der Themen, die bei größeren Setups immer wieder etwas Nacharbeit brauchen, weil man halt wirklich die Konfigurationsfiles hin und her kopieren muss. Das wird eventuell automatisch funktionieren demnächst. Für Elasticsearch gibt es ein Graph-Add-on, mit dem man auch Graphen abbilden kann. Das ist jetzt nicht die Graphen wie hier in Kibana, sondern vergleichbar mit einer Graph-Datenbank. Typische Anwendung ist, wie man das aus verschiedenen Webshops kennt, Kunde A, also Kunde, die dieses Produkt kaufen auch Produkt B.
Sowas könnte man mit sowas dann realisieren, solche Abfragen. Zu Logstash kommen dann noch einige weitere Änderungen. Es ist so, dass er intern massiv verändert wurde. Er soll dann deutlich schneller funktionieren und deutlich mehr Events schaffen als bisher. Und ja, mehr Beats sollten kommen. Auch Kibana wird sich weiterentwickeln. Da gibt es sicherlich dann noch ein paar zusätzliche Visualisierungen. Was auch eine große Änderung ist, Logstash wird selbst wahrscheinlich Daten puffern können. Und man kann eventuell bei kleinen Setups dann darauf verzichten, dass man da dann noch irgendeinen Puffer einbaut. So. Okay, wir hätten noch eine Frage, und zwar kann man auch, wie kann man jetzt eigene Dashboards zum Beispiel hinzufügen zu dem Ganzen, also das selber ein bisschen customizen? Es geht in Kibana relativ einfach. Wir hatten hier in Discover die verschiedenen Meldungen, wenn sich denn hier was tut. Genau. Wir haben hier die verschiedenen Logmeldungen, die selekt sind in die verschiedenen Felder. Ganz ein einfaches und Beispiel, das man sehr häufig sieht. Ich mache Visualisierung, das wäre in dem Fall dann ein einziger Graph. Nehmen wir die Piechart. Ich sage, ich starte mit einer neuen Suche. Index-Pattern. Suche ich mir aus. Das fällt bei den meisten Usern weg. Das ist mehr, es kommt mehr, wenn man intensiv mit Beats arbeitet. Ich habe hier bei dem großen grünen Punkt, den kennen alle, die mit Kibana 4 schon mal gearbeitet haben. Und danach suche ich mir aus, wie ich denn das jetzt unterteilen möchte. Split Slices, damit kann ich eben dieses klassische Tortendiagramm machen. Beliebte Aufteilung ist Terms. Ich suche mir hier ein Feld aus, nachdem ich die unterteilen möchte. Zum Beispiel nehme ich hier das Programmfeld in einer unveränderten Version, brauche dann hier nichts mehr verändern, klicke auf Starten und habe hier tatsächlich meine Visualisierung. Die könnte ich hier speichern. Manche der Zuhörer werden wahrscheinlich noch wissen, dass es eine Diskette ist, wenn sie nicht allzu jung sind. Gespeichert werden die Daten von Kibana übrigens auch in Elasticsearch. Die werden so auch mit gebackupt, mit repliziert und man kann diese Visualisierungen wunderbar zwischen Kollegen teilen. Wenn man jetzt hier ein Dashboard aufbaut, kann man auch hier sagen, ich möchte ein neues Dashboard. Und kann hier über Plus die gespeicherten Visualisierungen, da hatte ich hier zum Beispiel was, Browser Errors, okay, keine Fehler. Ich nehme hier nochmal CPU-Usage dazu. Das kommt aus einem komplett anderen Datenbereich. Würde jetzt wahrscheinlich in dem Fall auch nicht Sinn machen, aber zum kurz Vorzeigen ist es ganz gut. Damit wir hier noch mehr Daten bekommen, erweitere ich den Suchbereich wieder auf die letzten 24 Stunden und habe hier Daten. Wenn ich hier schon immer mal wissen wollte, welche Browser-User die meisten 404-Errors verursachen, könnte ich das damit tatsächlich realisieren. Das war es erstmal vom Überblick. Ich übergebe jetzt nochmal an den Christian. Fantastisch. Vielen Dank, Thomas, für die sehr gute Einführung in das Ganze. Ja, wir hatten ja schon ein paar Fragen zwischen. Gibt es denn noch Fragen von Teilnehmerseite, die wir klären können? Jetzt ist die Chance, alles im Webinar zu stellen. Ansonsten natürlich gerne direkt an uns wenden. Das heißt, eine kurze Mail schicken an sales@netways.de oder info@netways.de. Das heißt, da beantworten wir auch gerne im Nachgang noch das Ganze, beziehungsweise wenn vielleicht auch Unterstützung gewünscht ist, wie auch immer, uns natürlich auch über Anfragen dann freuen in dem Zusammenhang. Okay, ansonsten, wenn keine Fragen mehr sind, würde ich mich natürlich für die Teilnahme bedanken am Webinar. Ich hoffe, es war interessant. Und am 20. Mai geht es dann zumindest Stand heute weiter mit dem nächsten Formen-Webinar, was ich zusammen mit dem Dirk machen werde. Mit dem habe ich ja die letzten Webinare schon gemacht zu Formen und Puppet. Ich werde, vermute ich, auch nochmal im April jetzt ein Webinar dazwischen schieben. Und zwar entweder, das weiß ich noch nicht, entweder wie ich Windows-Systeme unattended installiere, gleich mit Puppet und, dass ich es vorbereite für meine Puppet-Infrastruktur und oder gegebenenfalls mit wie ich Windows-Systeme mit Isinga, der Monitor und dem Isinga Agent und dem NS-Client, das
Kommt noch, also da bin ich momentan noch überlegen, was ich zuerst mache. Es werden auf jeden Fall beide Webinare stattfinden. Das heißt, ich weiß noch nicht, welches zuerst stattfinden wird. Eines kommt auf jeden Fall noch im April. Eine Frage, die wir noch haben, ob man im Kibana auch Berechnungen machen könnte, theoretisch mit den Daten, die man hat. Also sprich mit Bytes zum Beispiel von Apache und so weiter. Ja, kann man prinzipiell machen. Also wenn man sie richtig aufbereitet, dazu hat man schon vorhin was gesehen in der Konfiguration. Hier zum Beispiel mit dem Mutate-Filter kann ich Datenwerte umrechnen in unterschiedliche Zahlenformate, in aktuell Integer und Float. Es gibt da noch mehr Möglichkeiten, aber von Logstash wird noch nicht alles unterstützt. Wenn ich das mache, kann ich in Kibana auch Graphen erstellen, die mit diesen Zahlen rechnen. Einfache Berechnungen allerdings. Also ich kann hier Mittelwert ausrechnen, ich kann aufsummieren, ich kann Max, ich kann Min machen. Insgesamt die Anzahl der Werte. Das war es aber dann im Wesentlichen auch, wenn ich da komplexere Berechnungen machen möchte oder statistische Funktionen anlegen. Gibt es ja die Möglichkeit, dass Logstash einen Output gleich gegen Graphite zum Beispiel fährt und die Daten nicht nur in Elasticsearch, sondern auch im Graphite abgelegt werden. Und der erlaubt dann deutlich komplexere Berechnungen. Auch mit Grafana, was ja wieder sehr ähnlich funktioniert wie Kibana, ist ja auch ein Fork von Kibana 3. Und hier kann man die Sachen dann ebenfalls visualisieren. Da sieht man einfach die Flexibilität von dem ganzen Stack. Und es unterscheidet sich auch ziemlich stark, was die einzelnen Kunden daraus machen. Also gibt es hier auch nicht irgendein Default-Setup, was man immer macht, sondern auch hier muss man es wirklich auf einzelne Kunden-Setups anpassen und hat hier so ziemlich alle Flexibilität, die man haben will. Dann nutze ich nur die Möglichkeit kurz, dass ich auch nochmal danke fürs Zusehen und fürs Zuhören sage und übergebe nochmal an den Christian. Alles klar, wunderbar. Dann vielen Dank, Thomas. Es war doch sehr informativ. Ich habe auch wieder viel gelernt. Fragen, Antworten haben wir auf jeden Fall momentan keine mehr zumindest. Das heißt, wie gesagt, wenn noch Interesse bestehen sollte an weiteren Informationen, gerne auf unsere Webseite gucken, uns gerne eine Nachricht schicken an sales@netwest.de, info@netwest.de oder gerne auch über unsere Social Media Kanäle. Das heißt, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Webinar. Und einen schönen Tag natürlich noch.